Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Aber das Leben geht weiter. Also das Aber ist ganz wichtig, weil die Frauen sind ja wirklich durch harte Zeiten gegangen. Sie mussten das ja alles alleine managen. Ich habe eine große Hochachtung vor den Frauen, die das ja meistern mussten, ohne ihre Männer dabei zu haben und Entscheidungen treffen mussten, die ja, wo sie auch nicht wussten, wie können wir es tun, wie schaffen wir es. Also es waren ja sehr schwierige Zeiten und darum ist irgendwann ist es ein Satz, den meine Mutter gesagt hat. Sie sagt, sie spricht davon, wie auch ihr Bruder umgekommen ist während des Krieges und sagt, naja, aber das Leben geht weiter. Und da dachten wir, das ist ein guter Titel, weil es geht ja auch um den Neuanfang. Also wie dann für viele Menschen ein neues Leben auch begangen, an einem anderen Ort. Und das war uns wichtig zu sagen, also auch, dass es eine positive Ausrichtung hat. Darum, das ist wichtig für zukünftige Generationen, dass die Generation hat Chance, kennenzulernen, was bedeutet Krieg, was macht Politik mit Leuten, dass die zwei Frauen genau gesagt haben, also wir sind ganz einfach Volk. Die Politik mischt hier und her und wir müssen das danach teilweise mitmachen. Ja? Und das ist wichtig, die junge Generation offen sein, keine Tabu haben und darüber alles reden. Und Kommunikation zwischen Leuten hat Chancen in allen Sprachen, dass Krieg vielleicht kommt nicht zustande. Hoffen wir mindestens. Ja. Wie war Ihre Intention, diesen Film zu produzieren? Ja, meine Intention, diesen Film zu produzieren, war eigentlich, sag ich mal, das Entsetzen darüber, dass es oft sehr viel Probleme zwischen Deutschland und Polen gab, auf der journalistischen oder auch politischen Ebene, wo oft, böse Zungen oder da Dinge in die Welt gesetzt wurden, wo ich dachte, da muss doch mal etwas entgegengesetzt werden. Und das war ein Impuls, diesen Film zu machen.